So, und da sind wir wieder bei Batman Arkham City. Mein Gott, unsere geheimnisvolle Anrufer hatte recht. Es ist offenbar tatsächlich Batman, der das Gebäude verlässt. Ach, wirklich? Hallo Gotham, ich bin's. Ich fürchte, Miss Mail wird in Kürze nicht mehr auf Sendung sein. Wir entschuldigen uns für diese Störung. Wir wurden getroffen. Wir stürzen ab. Mayday! Mayday! Wenn uns jemand hören kann, wir... Es ist irgendwie ein bisschen dämlich, überhaupt so eine Gotham? Wasserstelle. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann. Mein Nachrichtenhubschrauber wurde abgeschossen. Wir sind irgendwo in West Arkham abgestürzt. Ich glaube, ich sehe das Gerichtsgebäude. Wir brauchen Hilfe. Ich sitze hier fest und stecke mitten in etwas, das wie ein Bandenkrieg zwischen... Zum Teufel war das? Oh Gott, überall um mich herum sind Scharfschützen. Es sieht so aus, als würden sich die Insassen uns nähern. Meine Güte, bitte, wenn ihr uns hört, schickt Hilfe. Die Leute könnten hier theoretisch alle mit dem Boot wegfahren. Hier spricht Vicky Vale. Ich wiederhole, hier spricht Vicky Vale. Helft mir! Bitte! Hilfe! Offenbar sind die Scharfschützen, die den Bereich von Südosten her gesichert haben, verschwunden. Vom Dach des Kirchengebäudes hört man nichts mehr. Entweder wurden sie alle abgezogen oder ausgeschaltet. Es wird nicht mehr geschossen. Ich kann auf dem Wohnhaus auch keine Scharfschützen mehr sehen. Falls jemand diese Kamera in Sektor 3 wurde zerstört. Schicken Sie Hilfe. Komm, bitte doch. Du solltest hier in Sicherheit sein. Bleib hier und zieh den Kopf ein. Bekomme ich vielleicht ein Exklusivinterview? Willst du Gotham erzählen, was mit deinem Gesicht los ist? Nein. Hier bleiben und leise sein. So redet man doch nicht mit so einer netten Reporterin, Bats. Was willst du? Mit wem redest du da? Siehst du, was du getan hast? Die arme Frau ist ganz durcheinander. Irgendwie verständlich. Ich meine... Sie hatte gerade erst einen schrecklichen Unfall. Den du verursacht hast. Was fällt dir ein? Ich habe nie... Ach, was, egal. Ja, okay, ich war's. Ich musste sicherstellen, dass Harley und das Heilmittel unbeschadet zu mir zurückkommen. Wenn du ein braver Junge bist, heb ich vielleicht was für dich auf. Es mag seltsam klingen, aber ich bin sowas wie deine letzte Hoffnung, nicht wahr? Nun, Gotham, wie es aussieht, bin ich fürs Erste sicher. Ich wurde soeben von Batman gerettet. Er hat mich davor bewahrt, dass Jokers Scharfschützen meinem Leben ein Ende bereiten. Wie kommt Joker plötzlich? Gute Neuigkeiten, Master Bruce. Ich glaube, wir kennen das Heilmittel nun. Mr. Fox hat genug davon hergestellt, um sie zu heilen. Er arbeitet bereits an einer größeren Menge für die Bewohner von Gotham. Batwing wurde gestartet und dürfte schon sehr bald in ihrer Nähe sein. Ich muss Sie hoffentlich nicht daran erinnern, dass Sie es schnellstmöglichst nehmen sollten. Der Wohnraum ist doch. Wenn er da abliegt. Meinen Sie so nicht? Der Typ da gerade voll nicht gefühlt. Ich kann dir mehr Schmerzen zufügen, als du dir vorstellen kannst. Erzähl mir vom Riddler. Riddler? Okay, ich weiß nicht viel, aber ich rede. Tut mir nicht weh.
Kann ich nicht garantieren. So. Nein, wenn wir schon hier sind. Noch Tee, Batman? Wo bin ich? Was ist hier los? Was für eine Frage. Soll ich es ihm sagen? Oh, ich glaube ja. Er sieht so verwirrt aus. Nun, es ist ganz einfach. Ich habe eine kleine fixe Idee in deinem Kopf platziert. Eine Art hypnotische Suggestion. Sehr kompliziertes Zeug. Du würdest es sicher nicht verstehen, aber wie du siehst, es hat funktioniert. Du gehörst mir und Strange kann nichts dagegen tun. Willst du deinen Tee etwa nicht trinken? Ist besonderer Tee, mein besonderer Tee, meine Spezialität. Fahr zur Hölle, Jarvis. Um es kurz zu machen, ich habe dich das sehen lassen, was du am meisten willst. Was war's? Sag's mir! Wie vorhersehbar. Genau wie Alice. Nie tut ihr, was ich will, ohne dass ich gleich lächerlich hohe Mengen psychoaktiver Mittel einsetzen muss. Nun, wenn das unbedingt nötig ist, ist es wohl gut, dass du sie bereits genommen hast. Jetzt fehlt uns nur noch der letzte Schliff. Ein spezieller Hut nur für dich. Du bist jetzt mein Soldat, Batman. Du wirst alles tun, was ich sage. Du wirst alles tun, was ich... Nein! Das ist nicht richtig! Das kannst du nicht machen! Alice wird bald hier sein, Batman. Du willst sie doch nicht verpassen, oder? Hier ist übrigens noch so ein Ort, wo man die 50 Kombi machen kann. Kämpfe nicht mehr! Weil hier richtig viele kommen. Ich mache jetzt mal keine. Kämpfe nicht dagegen! Angriffe, die wir hier besiegen würden. Ja, natürlich. Nur weil ich den nicht sehen kann. Denk nicht. Ich habe ein Problem mit der Kamera. Junge. Klappt jetzt aber auch gar nichts mehr, ne? Dein Geist gehört jetzt mir. Normalerweise würde ich viel aggressiver kämpfen. Schlag. Ja genau, er darf wieder vorne angreifen. Ist das jetzt bald mal geschafft? Nein. Komm schon. Jedes Mal, wenn ich kommentiere. Kämpfe nicht dagegen an. Kämpfe aber dagegen an.
ruhig. Na gut, hier mal aus. Okay, der wühlt wahrscheinlich irgendwo drin rum. Nein, ich will nicht ans Telefon gehen. Doch mal da drauf, wo ich hinschießen lassen will. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Die Fleder! Melde Störung an Kamera in Sektor 2. Ich erinnere mich daran. Ich meine, hier gibt auch noch mal so ein Mordopfer. Das habe ich jetzt aber gehört. Jetzt hat er da endlich mal geschossen. Der Bettcomputer hat einen weiteren Schuss aus der Waffe von Deadshot geortet. Ich habe das Einschlagsgeräusch analysiert. Die Kugel schlug ungefähr an dieser Position ein. Normalerweise kann man das irgendwie triggern, indem er in der Nähe halt ist. Und dann schießt er einfach. Aber bei mir schießt er manchmal voll zu spät und manchmal direkt. Mach ich nicht! Bitte, tu mir nichts! Wieso glaube ich dir nicht? Ah, jetzt weiß ich's! Du bist eine feige Made, die mir alles erzählen wird. Und er ist einfach explodiert? Nein, jemand hat mit einer Rakete draufgehalten. Keine Ahnung, wer drin saß? Ich glaube, es war Vicky Wilden. Du warst schon die Reporterin. Die Schlampe noch nie leiden. Tja, dann hast du wohl Glück. Wenn sie in Arkham City abgestürzt. Kamera in Sektor 2 ausgefallen. Bleib mal alles weg. Dieser Ort wird zur reinsten Hölle. Wie ist der hier hochgekommen? Sieht nach einem weiteren Opfer von Deadshot aus. Ich sollte diesen Bereich nach Beweisen scannen. Kugel schlug hier ein. Deadshot hat erneut zugeschlagen. Er hat noch jemanden getötet? Hör zu, ich weiß genau, dass du das nicht hören willst, aber die Leute da drin sind alle Verbrecher. Einige der Gefangenen hier sind nicht gerade das, was ich einen typischen Verbrecher nennen würde, Barbara. Hier gibt es politische Gefangene, Leute, die Strange hintergangen haben oder mit dem Bürgermeister in Verbindung stehen. Es scheint ein Muster zu geben. Ich muss nur noch rausfinden, welches. Ich überprüfe, ob es zum letzten Opfer irgendeine Verbindung gibt. Was ist mit dir? Ich werde mir die Stelle ansehen, von der er geschossen hat. Zuerst. Das wird mir und immer bis dort hinten reichen. Sag ich ja. Das ist langsam nur noch Bullshit. Kamerafehlfunktion in Sektor 3. Komm, gib mir das doch. Ich weiß nicht, was das ist. Thank you.
Deadshot hat ein Dreibein zurückgelassen. Vielleicht gibt es mir einen Hinweis zu seinem Aufenthaltsort. Das habe ich beim ersten Mal nie gesehen. Deadshot hat einen Fehler gemacht. Wirklich? Das gehört definitiv nicht zu seiner Vorgehensweise. Er weiß auch noch nicht, dass es ein Fehler war. Er hat beim Schießen ein Dreibein benutzt. An diesem sind Partikel einer Metallverbindung, die an Rost erinnern. Der Ort, an dem er seine Waffe gelagert hat, muss in Teilen daraus bestehen. Und worauf wartest du noch? Analysiere die Partikel und isoliere das Gebiet, aus dem sie kamen. Ich mache diesen Job schon länger, Barbara. In den Partikeln sind geringe Mengen eines Bleizusatzes, der vor 20 Jahren über eine kurze Zeitspanne in Farben eingesetzt wurde. Ich habe die möglichen Ursprungsgebiete isoliert, aber es sind zu viele, um sie alle zu überprüfen. Deadshot wird unvorsichtig. Wenn er noch einen Fehler wie diesen begeht, habe ich ihn. Holen wir uns doch den. Wenn wir nämlich endlich den verstärkten Gleitangriff in der beim nächsten Stufenaufstieg holen. Verdammt, Kamera in Sektor 3 wurde zerstört. In Sektor 3 ist eine Kamera ausgefallen. Ich muss hier übrigens nochmal in das Gebäude rein. Aus bestimmten Gründen. Ihr hoffentlich gleich verstehen werdet, wenn es funktioniert. Also einfach nur hier rein. Noch nicht. Junge, ist doch nicht dein Ernst. Geh mal den anderen Weg. Rein und dann wieder raus. Nur gucken, ob es funktioniert. Neue Nachricht bekommen. Okay. Ja, funktioniert. Da bist du. Der Augenblick naht. Bald schon tritt die Wahrheit zutage. Vier Symbole bilden ein Hauptsiegel, das so aussieht, als würde es auf die Karte von Arkham City passen. Dann drehen wir mal. Die Symbole haben eine Stelle auf der Karte von Arkham City markiert. Storyline habe ich mir wenigstens gemerkt, wie die geht. Die Questline, keine Ahnung. Wie Objekt zu klein ist, groß genug. Ich wusste, du würdest mich finden. War nicht schwierig. Du hast mir eine Karte dagelassen. Wer bist du? Was willst du? Wieso beobachtest du mich? Uns hat man schon viele Namen gegeben, aber für dich bin ich Azrael,
Der loyale Diener des Ordens von Saint-Dumas. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ein weiterer Geheimbund. Ich überbringe eine Nachricht. Finstere Tage ziehen heran, Batman. Die Prophezeiung wird wahr. Du bist der Krieger, der die Pforten der Hölle schließen wird. Du bist derjenige, der das Unheil aufhält und damit Ereignisse in Gang setzt, die du nicht ändern kannst. Aus der Asche von Arkham werden Flammen des Zorns schlagen, die Gotham verbrennen. Und du wirst ebenfalls brennen. Ich glaube nicht an Märchen. Glaube, was du willst. Die Nachricht wurde überbracht. Wir sehen uns wieder. Okay, haben wir geschafft. Gehen wir zur nächsten Quest. Hier liegt immer noch der Tote. Der soll den auch weggetragen haben, ne? Hier kommt ja keiner hin. Wie ist der Typ dann hier hingekommen? Hier will ich eigentlich später hin, aber... Also jo, will ich später hin. Das wollte ich jetzt gar nicht. Ja. Geh doch da drauf. Einmal sprengen bitte. Du weißt doch gar nicht, dass ich hier bin. So. Ich kenne den Geheimweg, den man sogar, glaube ich, nehmen muss. Wie entscheiden wir denn jetzt, wer den Eiswürfel behalten darf? Entdeckung, es ist Batman! Den habe ich nicht mal anvisiert. Jetzt finde ich aber gut, dass ich den anvisiert habe. So alt bin ich nicht. Für dich! Du hast nicht getroffen. Ich warte für euch. Nora ist in Sicherheit. Ich sollte Freeze schnellstmöglich Bescheid geben. Out of range. Steht hier gerade. Finde ich nicht gut. Was heißt das? Aber die Aufnahme, die läuft noch. Naja, Leute, ich weiß nicht, ob man hier noch was sieht oder ob man mich hört. Ich sag mal ciao.